Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Industria. Und weiter geht's. Wir suchen Walter Rosendahl, Walter Riebel, wie auch immer wir nennen dürfen, wie auch immer er sich nennt. Er ist in der Dünenkapelle geflohen aus Hackerwick oder evakuiert worden aus Hackerwick. Der König natürlich, also Walter und die Bevölkerung, die das Ganze noch überlebt hat, diesen Angriff der Technik. Und wir sind auch auf dem Weg Richtung Dünenkapelle. Haben dann in der letzten Folge einen Zug gefunden, der ganz zufälligerweise direkt abfahrbereit war. Sind mit ihm rumgefahren, bisschen weitergefahren, in einen Tunnel gefahren. Und ich bin sehr gespannt, ob wir da ohne Probleme jetzt einfach da rauskommen oder ob wir vielleicht auf dem Weg dahin noch in die eine oder andere Komplikation stoßen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Es geht weiter in den nächsten Ladescreen, in die nächste Sequenz. Und wir schauen mal, was da als nächstes kommt. Weiterhin im Zug drin, wie ich es mir gedacht habe. Die Überfahrt der Errungenschaft freigeschaltet. Und wir sind noch in Hackerwick drin, definitiv. Ich glaube, da haben wir die Fabrik von Hackerwick. Guck mal, ziemlich viele Züge sind da. Uiuiuiui, siehst du die da unten? Uiuiuiui, und Feinde haben wir dann natürlich auch zu Genüge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da einfach so einfach wegbrausen können. Ich glaube, da werden wir noch irgendwie angegriffen. Hey, do you read me? Looks like the gates are closed. Yes, I do. Actually, you know, I just realized I don't know your name. What, you don't know the name of your queen? I am unbelievably sorry. Highest of highnesses. Now tell me your name, or I won't tell you how to get over that gate. I'm Nora. Nora Rosendahl, I guess. Nice to meet you, Queen Nora from a different place. I am Brent, your only subject at your service. There's a control room above the gate there. You have to cross the beach and some buildings behind it to reach it. All right. There's something else, Nora. What is it? I used to live here, you know, before the war. When Atlas came and Hackerwick was evacuated, I was wounded and treated in the city center hospital. I was left behind. Oh, Brent, I'm so sorry. You don't need to be. I just, I was hoping that you would take something with you to the sea. Of course, anything. Is it far off my trail? Oh, no. It's on the way. Just look for a blue apartment building with a greenhouse on the roof. It's the only one in this area. All right. I'll keep an eye out. Guck mal, wie krass das da unten aussieht. Überall liegt die Technik rum. Diese Dinge, die wir ja in der letzten Folge eben auch gerade gesehen haben, die sich in alle Größen verwandeln können, von ganz klein bis ganz, ganz riesig. Und überall haben wir die hier am Rumliegen. Die Schiffe sind irgendwo gekentert. Liegen da rum, auf jeden Fall nicht mehr fahrtüchtig, und es sind ganz viele, da liegen 6 auf der Seite, da drüben ist auch noch eins, und ich will nicht wissen, da hinten sind auch noch welche, wie viele dann noch so in diesem Fluss liegen. Also es ist alles zerstört, was zerstört werden kann, nur die Bahn fährt noch, und das auch nicht mehr lang, denn hier ist ja die Tür zu. Mich wundert, dass die selbstständig stehen geblieben ist, normalerweise hätte ihr dann dagegen brettern müssen, aber okay. Eine sehr intelligente Bahn ist das. Hua. Na gut, dann gucken wir mal. Wir sollen zum Krankenhaus, wir sollen dort vorbeischauen. Wir sollen aber auch zum Kontrollraum.
Und ich schätze mal, auf dem Weg dorthin werden wir die ein oder anderen Begegnung mit einem Feind haben. Denn wir haben ja gerade... Huch, das wollte ich nicht mitnehmen. Wir haben ja gerade schon gesehen, da sind noch ein paar auf dem Weg. Und einen Journaleintrag haben wir übrigens auch noch gefunden. Der Institutsaufzug. I need to find a way to open the gates. Also, Brent has asked me to recover a photo from the rooftop of his old apartment building. Also, wir brauchen einen Weg. Wir müssen einen Weg finden, um die Tore zu öffnen. Und Brent, also der mit uns hier quatscht, hat mich auch darum gebeten, ein Foto mitzunehmen vom Dach. Also von oben, vom Rooftop, vom Dach, von seinem alten Apartment-Building. Also von seiner alten Wohnung. Da liegt ein Foto anscheinend. Und das sollen wir mitnehmen. Huch, da kommen wir gar nicht durch. Hier kommen wir durch. Kommen wir da rein auf das Schiff? Ich glaube nicht. Na gut, da werden wir wahrscheinlich auch nicht so viel finden. Aber krass sieht das hier aus. Ob das alles die Technik zerstört hat oder ob das einfach sich so, ja, irgendwie entwickelt hat. Vielleicht waren die Schiffe ja ursprünglich alle hier irgendwo abgestellt, denn durch Ebbe und Flut und vielleicht Unwetter und so weiter und so fort. Sieht das jetzt eben so aus, wie es aussieht. Okay, das können wir nicht machen. Aber da haben wir noch ein bisschen was. Alter, wie viel Munition wir hier auf einmal finden können, das ist ja ein Wahnsinn. Okay, da geht auch nichts. Hätten wir schon viel früher machen müssen. Schon viel früher. Nochmal so ein Heilsäftchen. Okay, dann trinken wir das mal ganz kurz. Ist mir nicht wirklich viel, was uns da aufheilen, aber ganz ähnlich. Oh. Oh. Wir haben es gerade mitgenommen. Oh. Ist das auch ein Heilsäftchen? Körperöl, aha. Ich dachte gerade, wir haben schon alle drei und können das gar nicht mitnehmen. Wir haben es schon mitgenommen. Jetzt haben wir da irgendwie 5% aufgeladen. Ja. Sparsam sind wir. Ganz sparsam sind wir. So. Oh, da oben ist alles offen. Zumindest das hier funktioniert doch. Also so teilweise, die Dinge hauen ja noch halbwegs hin. Ist da wer? Noch nicht, aber das kann sich schlagartig ändern. Und ich denke mal, die Dinger hier, die waren ursprünglich ganz klein, die hat man sich vielleicht zu Hause hinstellen können. Das ist diese neue Stromquelle, die er da vorgestellt hat. Die hat da verschiedene neue technische Möglichkeiten gesehen und die dann eben hier der Bevölkerung vorgestellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier eins von den Dingen waren. Die Wundermaschine und so weiter und so fort. Der Reisen in eine andere Parallelwelt beispielsweise und eben dieses Gerät zur Stromerzeugung. Das hast du wahrscheinlich ganz klein zu Hause hinstellen können, hast dann dort deinen Strom rausbekommen und seit hier irgendwie Atlas in die Stadt gekommen ist, seit die Technik hier die Vorherrschaft an sich gerissen hat, sieht das eben so aus. Da sind die größer und größer und größer geworden und hängen mit ihren Leitungen quer über die Stadt drüber. Man sieht ja auch da hinten beim Rathaus dieses riesige Ding auf der Kuppel oben drüber. Die sieht fast aus wie eine zweite Kuppel. Also das ist ein bisschen fehlgeschlagen. Ob das möglicherweise durch diese Instrumente angezogen wurde oder ob das einfach nur, naja, wie soll man sagen, nebenbei passiert ist, wissen wir noch nicht. Oh, speichern können wir hier, sehr schön. Hallo? Boah, jetzt sagt gerade, das Spiel spielt mir ab. Und da haben wir einen feindlichen Kontakt, ein neues Textdokument, 18.11.1988. Sehr geehrter Herr van Johansen, gestern haben mich die Nachrichten erreicht, dass 10 Kilometer nördlich von Hackerweg mehr von diesen feindlich gesinnten Stahlmenschen gesichtet wurden. Waldarbeiter waren gerade am frühen Abend auf dem Heimweg, als sie 3 bis 4 dieser Dinger sahen. Später am Abend berichteten Zeugen von einem blauen Licht im Wald, konnten aber keine genaueren Angaben machen. Bis jetzt fehlt jede Spur von den Waldarbeitern. Das ist nun der 4. Fall innerhalb einer Woche. Ich möchte das geklärt haben. Vielleicht ist Wevelstad verantwortlich und führt uns an der Nase herum. Haben Sie irgendwelche Vorschläge? Mit besten Grüßen, Eugen Karlsson, Verteidigungsminister. Und durch diesen Wald, wo die Waldarbeiter verschwunden sind, müssen wir mit unserem Zug übrigens auch noch durch. Das kann ja lustig werden. Okay, da hinten geht's nicht weiter. Huch! Oh! Ein Crash! Unreal Engine, aha. Okay, gut, dass wir gespeichert haben. Einmal kann man Send and Restart hier. Send and Restart, wir starten das Spiel gleich neu. Machen wir gleich mal in der Aufnahme, oder? Es geht eh ganz fix. Machen wir das gleich mal in der Aufnahme. Wir haben ja gerade eben noch gespeichert. Gott sei Dank, Freunde. Gut, dass wir es getan haben. Gut, dass wir gespeichert haben. Gerade noch den Witz gemacht. Ich glaube, mir schmiert das Spiel ab. Und tatsächlich ist es wirklich dann der Fall. So.
Es geht weiter, und zwar hier. Also einen größeren Zufall gibt's ja, glaube ich, gar nicht. So, noch einen kurzen Ladescreen und dann sind wir auch schon wieder in-game. So, halbe Minute. Das nehmen wir mit. Dann ruckelt die hier noch ein bisschen, weil gerade die Map wieder nachlädt. Und jetzt können wir bestimmt rein. Jo. Eieieiei. Ah, guck mal. So, wir haben übrigens gerade noch die letzten Funken, die wir aus der Batterie hier rausbekommen können. Die ist schon kurz vorm Abnippeln. Ich kann mir gut vorstellen, die geht jeden Moment aus. Oder die hält einfach unendlich lang. Das kann auch sein. Ah. Braucht gar nicht unendlich lang halten. Wir haben nämlich wieder eine neue gefunden. Sehr schön. Und da ist noch so ein Heiltrank. Okay, das... Brent? I've just entered that big building behind the beach. Is this the right way? Kann... Was ist denn das für ein Teil? Was ist denn das für ein Teil? Das ist ein Hündchen! Das ist ein Hündchen! Und statt dem Kopf hat es ein paar Sägeblätter da vorne montiert. Nice! Na, sehr cool. Aber gut, dass wir Munition haben. Huch. Also, der stirbt wahrscheinlich gerade. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Hier steht niemand mehr auf von euch. Das sind Hündchen. Das sind 1000% Hündchen. Also Hündchen in unserer Welt. Und hier sind irgendwelche Stahlhündchen mit Sägeblättern als Kopf. Okay, nach unten wird es weitergehen. Nach oben aber auch. Wir gucken erstmal oben. Oh, vielleicht geht es auch nach oben weiter. Ich weiß gar nicht. Dann gucken wir erstmal unten. Wir gucken natürlich immer erstmal dort, wo es nicht weitergeht. Eh klar. Okay, hier geht es nicht weiter, aber wir können speichern. Schon wieder. Jetzt haben wir gerade gespeichert. Ja, warte mal. Ich nehme zuerst mal alles mit und dann speichern wir. Sonst müssen wir das jedes Mal machen, wenn wir hier nochmal krepieren sollten. Höh, der Sägeblatthund. Noch einer. War ganz schön viele davon. 5 davon. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber das Gute ist, die sind easy cheesy zum Erledigen. Wir hätten vielleicht eine andere Waffe nutzen sollen. Nicht unbedingt die hier. Jetzt haben wir nämlich keinen Schuss mehr hier drin. Heieiei, die sind aber echt leicht zu erledigen. Das finde ich sehr gut. So, da können wir nichts öffnen. Was? Achso. Ich dachte gerade, da kommt schon der nächste. So, nochmal ganz kurz speichern. Bitte Dankeschön. Ja, das dachten wir, dass wir da nicht reinkommen werden. Du blödes Ding, du! Normalerweise würde ich sagen, süßes Hundi, ach was für ein süßes Hundi! Aber normale Hunde haben ja kein Sägeblatt als Kopf. Das ist meine Ausrede. So. Weißt du, was wir jetzt nehmen? Jetzt nehmen wir die Shotgun. Weil da haben wir genügend Muni. Nochmal so ein Heilsaft. Warum können wir denn nicht 5 mitnehmen? Ob der 3 oder 5 einstecken hat, sollte ja auch wurscht sein. Oder sie, Entschuldigung, wir sind ja eine Frau hier, sorry. Ob sie 3 oder 5 einstecken hat? Oh. Oh. Fast wäre ich dran vorbeigelatscht. Hallo, wow, wow. Ja, lad mal nach. Bam. Und ich schieße mal das Sägeblatt weg. Da kommt doch jemand. Die Mutter. Naja, komm, nur einer nach dem anderen. Da können noch 23 kommen. Ich habe noch genügend Muni für alle. Braucht sich keiner wundern. Lebendig kommt da keiner raus. Was sind wieder die? Die erschrecken mich trotzdem jedes Mal. So, warte mal ganz kurz. Hier geht's weiter. Geht's da hinten auch weiter? Oder haben wir da vielleicht irgendwas anderes, das wir mitnehmen könnten? Haben wir überhaupt irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Ach, das ist wahrscheinlich derselbe Weg. Ja, das ist derselbe Weg. Das ist derselbe Weg, nur kommen wir halt hier raus. Okay. Das Gute ist, hier stehen wirklich viele Heilflaschen rum. Also selbst wenn uns die angreifen, wir haben alle 3 mit. Wir könnten eins nehmen, uns nochmal wieder hochheilen. Kein Problem. Sollten wir alles machen können.
Wir gucken trotzdem, dass es nicht so weit kommt. Boink. Ups. Hm, 4 Schuss. Nehme ich gern mit. So, Achtung, Anlauf. Den Hündchen hauen wir da unten ins Wasser rein. Dann schauen wir mal, wie der überlebt. Ja gut, diese Maschinen sind echt sehr hochtechnologisiert, glaube ich schon. Oder hochtechnisiert, wie sagt man denn da? Ich glaube, die halten so ein bisschen Wasser auch aus. Also ich denke mal, die werden das ganz gut wegstecken. Das Problem ist halt, wir wissen überhaupt nicht, ob... nochmal so eine ganze Meute. Wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt richtig sind. Weil der uns ja nicht mehr helfen kann. Wir haben ja überhaupt keinen Empfang. Na, die 11 Schüsse lasse ich hier definitiv nicht liegen. So, Hündchen kommt uns schon mal besuchen. Ich lade mal alles nach, was wir nachladen können. Sicher ist sicher, wer weiß, was kommt. Ich lade mal alles nach. Hier sogar die Sniper. 18 Schuss in der Sniper. Na, herzlichen Glückwunsch. Da können wir aber viel machen. Gerade ich. Der im Sniper sowieso der komplette Vollnoob ist. So, liebe Hündchen, dann kommt mal her. Oh, 2 mit einem Schuss. Ach, der lebt noch. Hihihi, guck mal, da haben wir noch ein paar andere. Ui, das sind aber viele. Sollte man nicht so laut lachen, bevor uns die noch hören. So, da kullern jetzt überall die Hündchen rum. Da sind ganz schön viele. Da sind wirklich ganz schön viele. Ich gucke mich nur ganz kurz um und dann snipern wir die von da hinten, glaube ich, weg. 2 und 4. 4 sind es insgesamt. Guck mal, wir könnten uns hier wieder aufheilen. Da unten gibt es diesmal nichts. Oh, der schießt ja schon. Ich dachte schon, den haben wir voll getroffen, aber der lebt noch. So, erstmal nachladen. Erstmal Munition nachladen und hier Gesundheit auch nachladen. Hallo? So, da la. Was leuchtet denn da hinten noch? Haben wir da noch Munition? Na nö, haben wir da was vergessen? Nee. Ach, das ist Hündchen, was da so leuchtet. So, wo sind die denn jetzt? Ach, da. Einer von denen. Aber da lebt doch bestimmt noch einer, oder? Waren das schon alle? Wart ihr schon alle? Soll's das schon gewesen sein? Au! Brent? Au! God damn it, Brent! Hello? Weiterhin kein Empfang. Au, au, au. Gut, dass wir was zum Heilen dabei haben. The bridge has collapsed. I need to find another way to Brents building. Die Brücke ist eingestürzt und jetzt muss ich einen anderen Weg finden, um zu Brents Gebäude, zu Brents Wohnung zu kommen. Eieieiei. Okay, ich denke mal, da hinten wird es weitergehen. Deswegen gucken wir uns erstmal hier um. Oder geht es hier auch weiter? Ich weiß gar nicht. Ein Rädchen haben wir hier. Benutzen? Okay, vielleicht geht's auch hier weiter. Oh, das geht wieder nach unten. Okay. Ich denke mal, da müssen wir ein paar Kisten stapeln und so. Aber gut, wir wissen auf jeden Fall, hier geht's dann weiter. Das heißt, wir gucken erstmal hier.
So. Nämlich beispielsweise schon mal das da an. So, Munition, die ich ungern liegen lassen würde, liebe Freunde. Der alte Sammler nimmt alles mit. Ich bin so richtig lootgeil. Ich glaube, so kann man das sagen. Boah, das ist hell da unten. Guck mal einer an, wie da die Sonne reinstrahlt. Da haben wir wieder diesen altmodischen Kinderwagen. Und ganz viel Schrott. Oh. 3 Schuss SMG-Munition. Da hätten sie ruhig mal ein bisschen mehr hinlegen können. So, ich glaube, das war es aber dann im Großen und Ganzen hier. Na gut. Das heißt, bevor wir da raufkommen, müssen wir vermutlich ein paar Kisten stapeln, damit wir dort überhaupt hinkommen können. So, versuchen wir es mal hier. Das sollte funktionieren. Wir bräuchten mal eine zweite da oben noch. So, Jump, Jump und dann sind wir draußen. Das sollte hinhauen. So, dann mal ganz aufmachen, bis es wirklich oben ankommt. Ich mache mal das auf bis zur Grenze nach oben. Selbst wenn wir es vielleicht nicht brauchen, aber ganz ehrlich, besser so, als wir drehen hier zweimal rum. Hallo. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wir haben ja hier ein bisschen dicht, weil mal da ist noch eine Kiste. Battery. Ach, sehr schön. Guck mal, so alte Minenkarren. Wie nennt sich denn das? Lore, glaube ich. Ja, und hier sieht es mir aus, als ob da gleich wieder irgendein Feind um die Ecke schießt. Der muss jetzt nicht unbedingt schießend um die Ecke kommen, aber weißt du schon, wie ich das meine, auf einmal auftaucht. Das ist ja wie ein Paradies hier. Guck mal, Gewehrmunition. Und hier ist auch noch ein bisschen Schrotflinte. Huch. Und da ist noch ein bisschen Gewehr. 2 Schuss zwar nur, aber komm. Besser als nix. Und da unten sieht's aus, ja, ich glaube, da kommen schon die nächsten Feinde. Wir haben einen Speicherpunkt, wir haben aber auch hier etwas zu lesen. Und zwar vom Mauerbau von 5.8.1991. In Berlin haben wir die Mauer abgerissen und hier wird sie gerade erbaut. Tonaufnahme eines Bauarbeiters. Heute kam Rosendahl höchstpersönlich auf die Baustelle am Westtor. Was für ein ehrwürdiger Mann. Ehrenwürdiger Mann. Er hat uns allen die Hand geschüttelt, unsere Werkzeuge und Instrumente überprüft und jeden gesetzten Stein genau angeschaut. Ich glaube, so eine Mauer hat noch keiner gesehen. Die Präzision der Baupläne und die architektonische Qualität ist unerreicht. Rosendahl übertrifft das, was man über ihn hört. Die Mauer ist jetzt 30 Meter hoch, 10 Meter fehlen noch. Ich sehe keine Möglichkeit für Atlas in die Stadt einzudringen. Ich hoffe es zumindest. Und wie wir gesehen haben, diese Möglichkeit gibt es in der Tat. Diese Möglichkeit gibt es, ach du Scheiße, in der Tat. Wo sind wir denn hier gelandet? Alter Falter, ist das der Kontrollraum? Ich glaube, wir sind hier im Zentrum von Atlas. Wir sind hier im Kontrollraum und gleichzeitig dem Zentrum von Atlas. Denn so viele von diesen Maschinen haben wir, glaube ich, auf einem Haufen bisher noch nicht gesehen. Die Mauer in Berlin wurde abgerissen 1998. Also abgerissen, weißt du schon, Mauerfall. Und hier wird es 1991 gebaut. Der Herr Rosendahl, der Walter, kommt aus Berlin am Tag des Mauerfalls anscheinend hierher gekommen oder war schon früher hier. Könnte auch möglich sein, wissen wir noch nicht hundertprozentig. Könnte sein, dass der früher vielleicht durch die Realitäten gependelt ist, einmal hier war, einmal wieder zu Hause war in Berlin und hier quasi ein Parallelweltleben geführt hat. Könnte aber auch sein, dass eben hier die Zeit viel, 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 viel schneller voranschreitet und er eben gerade erst aus Berlin hergekommen ist und möglicherweise auch wir in der Zeit jetzt hier viel schneller voranschreiten als zu Hause. Zu Hause ist vielleicht gerade mal eine Sekunde, eine Minute vergangen und hier sind aber schon Stunden vergangen. Das meine ich damit, hier vergeht möglicherweise die Zeit viel, 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 viel schneller und er hat ja gewusst in Berlin, wie es aussieht mit dem Mauerbau und hat deswegen genau wissen können, wie man hier die Mauer baut, damit da keiner hinkommen kann. Genutzt hat es nicht viel, denn wie wir sehen können, Atlas hat es trotzdem nach Akkabe geschafft. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen eine kleine Folgenpause und sehen uns dann wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Industria. Im Rechenzentrum, im Kontrollzentrum, im, naja, ich denke mal, Hauptquartier von Atlas, Hauptquartier von diesen Instrumenten, von diesen Maschinen da unten.
Mal gucken, was wir in der nächsten Folge hier alles erreichen werden. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss!